Während der Ukraine-Krieg weiter dunkle Schatten auf die Börse wirft, versucht der DAX zumindest eine Bodenbildung. Aber es gibt auch düstere Wolken über der Weltwirtschaft. Wie geht es jetzt weiter für Anleger und an den Märkten? Das bespreche ich mit Robert Halver von der Baader Bank. Schön, Sie zu sehen, Herr Halver. Ja, der Abwärtstrend seit Jahresbeginn ist beim DAX noch nicht ganz gebrochen, wenn man zumindest charttechnisch drauf schaut. Aber der DAX scheint ein bisschen Bodenbildung haben zu wollen. Was ist hier los auf dem Parkett? Ich grüße Sie, Herr Koch. Also ich bin der Meinung, man kann durchaus mal etwas positiver nach vorne schauen. Wir haben einen Seitwärtstrend. Das schlimme Thema Ukraine-Krieg will ich nicht runterspielen, überhaupt nicht. Ist ja ernst genug, aber die Börse versucht das sehr nüchtern zu sehen. Und es gab ja viele Werte, die eingebrochen sind. Nehmen wir die zyklischen Werte, auch die Hightech-Werte aus Angst durch die Inflationsbekämpfung der Notenbanken, die vermeintliche Inflationsbekämpfung der vollherzig macht man es ja nicht. Aber jetzt sagt man, jetzt warten wir mal ab, was kommt. Man geht davon aus, dass eine Weltwirtschaft nicht dramatisch zusammenbricht. Natürlich würde der Gashahn jetzt zugedreht von Russland nach Europa, wäre es nochmal eine andere Situation. Aber ich denke, das Thema hat sich etwas zurückgebildet und längerfristig. Es kommt ja Börsenkalauer, Börse bezahlt Zukunft. Man geht davon aus, dass Europa es schafft, längerfristig loszukommen. Und da viele Werte sehr günstig geworden sind im Vergleich zu dem, was wir ja noch im Februar hatte, sagen viele, so und jetzt gehen wir langsam wieder rein. Nun hat aber auch gerade der IWF seine Prognose für die Weltwirtschaft gesenkt. Gibt es jetzt auch hier dunkle Wolken an der Börse? Man könnte es auch positiv sehen. Weil die Wirtschaftswachstumsraten gesenkt werden, ist der Inflationsdruck vielleicht nicht mehr so schlimm. Ich bin sogar der Meinung, dass wir uns langsam dem Inflation Peak, also dem Gipfel der Inflation, nähern. Nach dem Motto, schlimmer geht's nimmer, weil sehr vieles oben ist. Beobachtet man die Rohstoffpreise eher seitwärtstrend. Und die Inflation hat ja das Schöne oder das Negative, je nachdem, welche Vision man hat, dass die Inflation sich auswächst, rauswächst. Je länger sie auf einem hohen Niveau bleibt und sich nicht dramatisch nach oben verändert, wird die Inflation auch nachgeben. Und in Amerika gibt es ja schon einige Zeitgenossen, selbst hinter vorgehaltener Hand bei der US-Notenbank, die sagen, so langsam nähern wir uns eben auch dem Inflation Peak. Natürlich sagt man das auch, um nicht die große Zinsangst aufkommen zu lassen. Denn das ist wie bei dem Wirtschaftswachstum, ist ja so wie mit einer Schraube. Nach fest kommt ab, ja, oder locker. Also man darf nicht übertreiben, ja, sonst würde man in die Rezession gehen. Und das kann Amerika überhaupt nicht gebrauchen, weil die Zinsstrukturkurve ja schon flach genug ist. Ja, ein Mitglied der US-Notenbank Bullard hat sich dafür ausgesprochen, die Leitzinsen dieses Jahr bis zu 3,5% auf 3,5% zu erhöhen. Das wäre ja schon ein enormer Schritt. Ist das gut, um gegen die Inflation vorzugehen, aber schlecht für die Aktienmärkte? Zwei Dinge dazu. Auch in Amerika gibt es durchaus Zeitgenossen, die mal gerne so über Ostern ja mal in die Presse kommen wollen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass man auch versucht, dass der Fed jetzt so viel übertriebene Zinsangst aufkommen zu lassen, dass, wenn es dann passiert, nicht mehr so erschreckend ist, beziehungsweise dann die Realität nicht so schlimm ist als im Vergleich zu dem, was jetzt einige Fed-Zeitgenossen von sich geben. Die US-Notenbank muss aufpassen, dass die Zinsstrukturkurve nicht flach wird oder invers wird. Dann macht es für Banken kein Interesse mehr, Zinsen zu vergeben. Von daher ist das dieses berühmte Moral Suasion, diese moralische Überzeugung, wir müssen hier auf der verbal-erotischen Ebene was machen. Aber es kommt dann an sich nicht zur Handlungsempfehlung zu sagen, wir müssen die Zinsen dramatisch nach oben hauen. Das sehe ich jetzt nicht. Ja, Zinserhöhungen werden kommen, aber die Märkte wissen das. Ich würde eher die Zinserwartungen sehen, die bei 2,5, 2,75 bis Ende des Jahres liegen. Schauen wir mal kurz auf Gold. Gold ist ja durch die Ukraine-Krise, durch den Krieg gestiegen, aber konnte die 2000er-Marke pro Feinunze Dollar nicht halten, nicht nachhaltig halten. Nun sehen einige Experten Gold bei 2175 Dollar noch in diesem Jahr. Glauben Sie, dass das jetzt vielleicht Einstiegschancen sind und dass Gold Chancen in diesem Jahr hat? Eines meiner Lieblingsvolkslieder ist, Gold und Silber lieb ich sehr, kann es auch gut gebrauchen. Gold ist für mich immer ein Dauerbrenner. Gold gibt sich für mich nicht den typischen Zeitpunkt, jetzt müssen wir Gold kaufen. Ukraine-Krieg, diese geopolitische Unsicherheit ist ein Treiber natürlich für den Goldpreis. Andererseits, wenn die Zinsen ein bisschen steigen, sagt man dann auch, naja, vor allen Dingen der Anteil der negativ verzinsten Zinspapiere, der bricht ja in sich zusammen, weil es zumindest nominal wieder höhere Zinsen gibt.
Nach Inflation sieht das Ganze ganz anders aus, um es auch zu sagen. Aber das reicht schon aus, um da nicht mit letztem Nachdruck dann Gold zu kaufen. Gold ist eine wunderbare Absicherung. Ich sage mal, immer ein bisschen so, wie man es kann finanziell und liegen lassen für ganz schlimme Zeiten. Aber andererseits wird man auch sagen, vielleicht muss man dann doch wieder mehr jetzt in die Aktien gehen. Auch bestimmte Aktiengruppen, die ja zerbombt worden sind. Das zerbombt nämlich zurück, das ist zynisch, also die zusammengebrochen sind. Wenn wir mal so generell auf die Märkte jetzt schauen, wie sollten sich Anleger aufstellen, vielleicht einen Depotmix kreieren, für jeden individuell natürlich, aber wie sollte man sich für die nächsten Wochen aufstellen? Also ich bin jetzt bei der Antizykliker, mal dagegen zu halten. Jetzt kann man sagen, ich nehme nur Defensivwerte oder man nimmt nur Rohstoffwerte, aber wenn man davon ausgeht, dass die Rohstoffe ja seitwärts laufen, dann ist da irgendwann auch Schluss, dann geht das auch nicht mehr weiter. Die Dividendensaison läuft noch, aber auch die ist bald vorbei. Das spricht dann auch nicht auch dagegen, nur auf Defensivqualitäten zu setzen. Nein, die Zykliker würde ich jetzt mal langsam anpacken. Auch in Deutschland, die ist auch zusammengebrochen, massiv. Beispielhaft eine BASF, aber auch andere Maschinenbauer, Chemietitel, Automobilwerte, Zulieferer, wo man wieder reingehen kann, weil man davon ausgeht, naja, die sind so billig, da ist es einiges eingepreist. Und vergessen wir bitte auch nicht die Hightech-Werte. Es gibt ja in Amerika berühmte Hightech-Fonds, die ja seit der Spitze Februar des Jahres um 75% eingebrochen sind. Ist der Hightech-Zyklus vorbei? Nein, natürlich nicht. Hightech ist ein absolut lebendiges, quicklebendiges Geschäftsmodell, wie das muntere Rehlein im Wald, sage ich mal, es geht auch weiter und jetzt sehr günstig geworden. Und wenn die Zinsangst weicht, guckt man wir genau auf die Werte. Wir brauchen sie, zumal ja auch die Chinesen außen vor sind, weil die machen sich ja komplett zu. Ja, also das ist ja, die Führung in China ist ja, kann man ja als Musterbeispiel von Control-Freaks darstellen. Da guckt man schon gerne wieder auf die Hightech-Werte der westlichen Welt. Also antizyklisch westliche Welt. Leider Asien durch das Zentralgestirn Chinas, die alles zumachen, halte ich nicht für interessant. Bleiben wir in der westlichen Welt. Nehmen wir die Zykliker bei uns und die Hightech-Werte in Amerika. Sagt Robert Halver von der Baader Bank. Danke Ihnen für Ihre Einschätzungen und danke Ihnen, liebe Zuschauer und Anleger, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute.